Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe hier den dritten Teil von meinem Wichtel-Geschenk-Video-Gedöns für euch. Und zwar kommt die liebe Claudia von mir ein Wichtel-Geschenk. Und im letzten Teil habe ich euch gezeigt, wie ich die Kästchen mache, wie ich Siegel gegossen habe und ähnliches. Und in der Zwischenzeit, ihr seht das auch an meiner Ärmelfarbe, ich habe mich nicht gleich wieder an den Tisch gesetzt, sondern es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe Papier gefärbt, ich habe meinen inneren Buchrücken vorbereitet, sodass ich hier so ein Täschchen habe, wo man Stifte zum Beispiel reinpacken kann. Oder Papierrollen etc. pp. So, was habe ich vor? Das hier kommt zum Schluss rein, das wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Das Cover wird tutti komplett hier als allererste Schicht hier mit dem schönen Kaffeepapier beklebt. So, das ist gleich meine Aufgabe. Und hier drin für den Innenteil habe ich mir auf Craft Paper Notenpapier geklebt. Das habe ich deswegen hier drauf geklebt, weil das echt ein bisschen fragil ist. Das Notenpapier, das ist... ja, bricht leicht, wenn man es knickt. Das Craft Paper, das wird richtig schön stabil sein. Und das soll dann hier der Innenpart auf der Seite sein. Da werde ich Taschen draus bauen. Das ist der nächste Streich. Ich wollte euch noch einmal zeigen. Ich habe Kaffee gefärbt und rumgeplanscht. Ist fertig, also fertig vorbereitet. Ich räume das jetzt erstmal genauso zur Seite. Und werde euch hier jetzt mit einer kleinen Video-Marathon-Session beglücken, wie ich diese schönen kaffeegefärbten Papiere beklebe. So, mein Sprachzentrum ist heute etwas beeinträchtigt. Ich habe schon 3 Tage Seminar jetzt am Wochenende hinter mir. Es ist Sonntagabend und ich bastel jetzt einfach fröhlich vor mich hin an diesem Wichtelgeschenk. Ich werde euch jetzt ein paar Stunden langweilen. Nein, Spaß beiseite. Ich mache euch das so, dass ihr mich gleich hier im Zeitraffer einfach mal sehen könnt, wie ich das ganze Cover mit dem Papierpacken beklebe. Und ich habe auch noch vor, in diesem Video den Mittelteil hier zu machen. Da hole ich euch aber wieder dazu. Das wird wieder ohne Zeitraffer passieren. Also, los geht's! Thank you.
beendet. Jetzt ist es Zeit hier für die Innenseite. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was ich nach oben, nach unten, nach außen, nach innen haben möchte. Na, nach außen, nach innen kann ich mir nicht mehr entscheiden, aber ich kann mich noch entscheiden, was ich oben, unten, rechts, links haben will. Wenn ich mir das jetzt so richtig angucke, ne, dann möchte ich das hier vorne haben. Es wird noch total viel drauf kommen, also das ist echt nur der Hintergrund. Trotzdem hat man ja irgendwie so seine Liebe für verschiedene Kaffeeflecken, ne? Also den hier finde ich zum Beispiel sehr schön. Und diesen Rand hier finde ich auch sehr schön. Claudia, ich bin gespannt, ob du das auch so siehst. So, das hier ist ja mein Innenteil, ne? Deswegen haben wir hier schon ein bisschen vorbereitet. Und der, ich glaube, da werde ich zum Schluss auch noch ein bisschen Kaffee draufklecksen. Den werde ich jetzt hier draufkleben. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier in der Mitte den Rücken einkleistern mit Kleber, dann die Mitte andrücken und danach rechts, links den Stoff einkleistern. Wenn ich das gemacht habe, dann ist nämlich der Innenteil hier so weit, dass ich einfach mit den Taschen und Kästchen weitermachen könnte oder aber mit der Außendeko. Da bin ich mir noch nicht so richtig eins mit mir selber, was ich als nächstes mache. Juckt es einerseits ein bisschen in den Fingern, das Fertige hier schon reinzubauen, also zum Beispiel die Kästen. Die könnten hier drin schon echt cool sein. Aber wenn ich die Kästen jetzt reinbaue, dann habe ich das Problem, dass ich die Deko außen schwieriger anbringen kann. Ihr versteht, was ich meine. Aber wenn ich nämlich jetzt erst hier drin alles fertig, also so mache, dass wirklich Kästen und alles drin sind, dann kann ich das Ding nicht mehr so drehen, wenden, packen, wie ich das jetzt noch kann, weil so ein Stückchen Stoff hier hindert mich nicht dran. Ja, also das Einzige, was mich dran hindert, ist, naja, wenn das ganze Innenleben schon steht, dann würde ich das nämlich voll hin und her schmeißen. Klingt logisch oder klingt absurd? Ich weiß es nicht. Nun gut, lassen wir das logische absurd. Jetzt kommen wir hier zu dem wichtigen Teil, und zwar, wenn ich so einen Stoff anklebe oder solche Laschen hier habe, dann klebe ich immer oder streiche ich mal das mit Klebstoff ein, was die Oberseite, also was draufgeklebt wird. Weil sonst habe ich hier noch Kleberschlieren drauf, die ich da nicht gebrauchen kann. Abgesehen davon, Kleberschlieren hin oder her, da kommt sowieso noch eine Portion Mod Podge drüber. Trotzdem bin ich da eigen. Weil, also, der Junk Journal Kleber ist super. Trocknet ja auch durchsichtig. Aber der trägt auch ein bisschen auf. Also, der hat ja selbst auch Volumen. Und dementsprechend, jetzt habe ich Krümel auf dem Kleber. Was soll denn das? Ihr habt ja mal so gar nichts verloren, die Krümel. Was ich damit sagen möchte. Der Junk Journal Kleber hat ja selbst auch einfach eine Textur. Und ob ich Mod Podge drauf packe oder nicht, die Textur vom Junk Journal Kleber wird trotzdem sichtbar sein. Oder mindestens fühlbar. Oder mindestens ich weiß, dass sie da ist. Auch wenn Claudia das vielleicht gar nicht so sieht, merkt, weil sie es halt nicht gebaut hat und deswegen auch nicht weiß, wo hier und da eine kleine Macke ist. Aber wenn man das selbst gemacht hat, dann ist einem das bewusst. Nein, das verpieselt sich nicht aus dem Kopf. Das heißt, wenn man weiß, dass man hier ein bisschen gefuscht hat, dann weiß man das auch weiter. Das ist nicht so ein Wissen, was man wieder aus dem Kopf streichen kann. So, das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals ein Junk Journal, was ich selbst gebaut habe, für mich haben wollen würde. Weil da würde ich ständig denken, hier könnte ich was besser machen, dort könnte ich was besser machen, da kann ich was besser machen. Deswegen ist das so eine Sache. Nein, ich werde mir mit Sicherheit auch mal selbst eins machen zum Schreiben. Bisher habe ich immer einfach Kundenaufträge gemacht oder Freunde damit beglückt. Und tatsächlich beglückt, also sie haben sich wirklich gefreut. Und da ich wirklich echte Freunde habe, würden die nicht sagen, das ist total toll und das Ding dann hinter in den Mülltonne packen oder nicht wertschätzen. Dementsprechend habe ich mir selber tatsächlich noch nichts gecraftet.
weiß nicht, manch einer würde jetzt sagen traurig. Nein, eigentlich nicht. Also, weil ich eigentlich, nein, nicht eigentlich, auch uneigentlich, schenke ich sehr gerne. Und vor allen Dingen freue ich mich total drüber, wenn ich was schenke, was der andere auch gebrauchen kann und auch es einfach mag. Also ich bräuchte jetzt nicht meinen Eltern einen Junk Journal schenken. Muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Nicht, weil ich es ihnen nicht gönnen würde, sondern sie wüssten gar nichts damit anzufangen. Das ist einfach, das wäre denen zu bunt, zu unpraktisch, zu unsymmetrisch, zu, ja, was auch immer. Mir fehlen da wahrscheinlich jetzt noch 10 Sachen ein, was es zu ist. Dann brauche ich mir die Mühe nicht machen, einen Junk Journal zu machen und dann würde es da im Schrank stehen und sie hätten sich darüber gefreut, dass ihre Tochter irgendwas gemacht hat, ja. Das auf jeden Fall. Aber sie hätten ja keinen Nutzen von. Und ich wünsche mir, dass, wenn ich sowas baue, sowas mache, sowas crafte, dass derjenige, diejenige, die es bekommt, davon auch einen Nutzen hat. Also sei es auch nur Spaß damit, ne? Liebe Claudia, ich hoffe, ich treffe deinen Geschmack. Und ich baue hier wirklich was, was du auch nutzen kannst. Nicht, dass du sagst, ja, super. Sitzen 6 voll daneben. Das kann natürlich immer sein, vor allem, wenn man jemanden noch gar nicht kennt. Oder nur sehr, sehr, sehr wenig. Und gar nicht viel weiß, was derjenige wirklich gerne mag. Also ich weiß, Claudia mag Vintage. Und hat keine Farbpräferenz, aber auch keine Abneigung gegeben. Das heißt, das ist jetzt hier voll der Schuss ins Blaue, ob es Claudia gefällt oder nicht. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nein, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es dir gefällt. Also mir macht es total Spaß, es zu craften, dementsprechend. Selbst wenn es dir nicht gefällt, das war schade, dann hätte ich wenigstens Spaß gehabt. Gut, jetzt einmal Kleber von den Pfoten hier. Also, das ist jetzt Teil 3 dieses Journals. Und jetzt habe ich, glaube ich, die Vorarbeit hier recht umfassend erledigt. Und jetzt darf das Herzchen erstmal eine Runde trocknen. Also ich muss gucken, dass hier der Stoff auch wirklich bleibt, wo er soll. Weil ich den hier ein bisschen eingekammert sozusagen. Kommt aus der Reitersprache. Bisschen eingekammert werde ich ihn jetzt zum Trocknen geben. Es bewegt sich doch. Dieser Stoff bewegt sich doch hier, wo er nicht soll. So. So werde ich dich jetzt zum Trocknen irgendwo hinhängen. Alles klar, liebe Leute. Vorarbeit durch. Beim nächsten Video geht's an die Pockets, Kästchen, Deko. Ich überlege mir noch, womit ich wirklich anfange. Seid gespannt, ihr werdet überrascht, so oder so, ich auch. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auch, wenn ihr es bis zum Ende des Videos geschafft habt, deutsche Sprache. Und ich freue mich über jeden Austausch. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich habe momentan noch nicht so viele Abonnenten und auch noch nicht so viele Kommentare. Hey, schreibt mir noch mal was. Mir ist langweilig. Nein, ich freue mich über Resonanz. Ja, Teil 3 erledigt, bis zum Teil 4. Eine Sprache habe ich heute auch verloren, deswegen sage ich einfach nur, bis demnächst in diesem Kino.